So Leute, hallo, es geht weiter mit dem Tour de France Profi-Team-Modus. Und ja, sechste Etappe hatte ich letztens gespielt. Im Sprint war ich eigentlich ganz so zufrieden. Aber die Gesamtwertung sieht immer noch gut aus. 10. Platz mit Ofredo, 14. Kann mich also nicht beschweren. Ja, meine Bergziege da in Arcona. Weit zurück, aber okay. Was will man... Kann man nicht so viel erwarten jetzt, sage ich mal. So, machen wir gleich mal weiter. Ja, das haben wir nicht geschafft diesmal. Aber es gibt wieder 60.000 Euro. Und nochmal 1.000. Und wir tun schön Geld zusammen sparen. So. Jetzt kommt nochmal eine flache, also nochmal ein Sprint, so wie es aussieht. Und danach wird es langsam interessant. Geht's nach zur Mürde-Bretagne. So, aber erstmal hier. Noch eine flache Etappe. Und dann schauen wir mal, wie wir uns schlagen. So, Simon Gerrans, Christoph, sind ja die Favoriten. Aha. Ah, da geht ein ganz klein bisschen bergauf dort. Beim Sprint, so wie es aussieht. Und wieder ist Van Baarle. Steh's irgendwie nicht. Soll ich vielleicht doch mal mit Van Baarle spielen? Ach, Van Baarle hat jetzt die Chance. Der Hofland, der muss er Computer mal übernehmen, den Sprung. Hallo und herzlich willkommen auf der heutigen Etappe, die uns in die Bretagne führt. Sven dürfte dem traditionellen Schema folgen. Die angriffslustigen Fahrer werden die kurzen Anstiege zu Beginn für früher... Das ist ein bisschen simulieren hier. Der Ofredo ist nur noch der Ofredo kann. Der Rang hat roten Pfeil nach unten. Oh, oh, oh. Hofland war in der Ausreißergruppe. Naja, mal schauen, wer zum Schluss von meinen Leuten noch mithalten kann. So, erstmal hier verpflegen. Teamkameraden haben sich an die Spitze des Pelotons gesetzt. Sie werden bestimmt die Lücke so schließen, dass es zu einem Zielsprint kommt. Sie nach vorne kämpfen? Es gibt eine Änderung in der vorläufigen Gesamtwertung. Das Team des Führenden muss sich jetzt beweisen. Da er sowohl Pancheur als auch Rouleur ist... Ein bisschen simulieren. So schnell passiert jetzt hier eh nichts. Starker Wind jetzt. So.
Okay. An der Kone, also wenn sie die Energie ist schon fast weg, ey. Der Vorsprung wird kleiner, Jungs. Obwohl, wir machen jetzt mal... sollte sie vor dem Zielsprint noch einholen. Fredo. Er lässt sein Team einen Zielsprint vorbereiten. Jetzt ist nicht die Zeit, am Ende des Hauptfelds herumzutrödeln. Okay, ich schütze dich. Er gehört zu den Rouleuren mit einem recht hohen Topspeed und... Beinahe nicht... Beinahe verpasst hier, dass meine Übersetzung auf das kleine Kettenblatt war. Das... einmal irgendwann mal vergessen. Mit dem eigentlich nicht wieder. Seine beste Chance liegt darin, einen frühen Ausreißversuch zu wagen. Der auf Redo noch nach vorne kommen könnte, das gar nicht mal üben. 1,15 sind die Ausreißer. Christophe Riblon ist bekannt für seine Angriffe über lange Distanzen in den Bergen. Dadurch konnte er sich nicht jetzt nur bereits zwei Etappensiege bei der Tour de France sichern, sondern auch den Titel als kämpferischster Fahrer. Alles. Ihr müsst gut positioniert bleiben. Hey, Herr Vater. So. Ausreißer haben noch Kraftreserven und vergrößern den Vorsprung. Spannsicher. Alter, die Ausreißer sind stark. Die Abfahrt. Müsste ich in der Abfahrt schon kommen, anzukommen. Nur ein ganz kleiner Mini-Stück. Was macht der denn? Ein grünen Trikot. Das ist langsam. Der Rolands, übel. Was macht der denn? Da kommen wir nicht näher. Ich bin immer hinter den falschen Fahrern. Mann. Was sind da meine Sprünge? Nach vorne auf Rede. Die letzten Kilometer kann man zwar nicht als gefährlich bezeichnen, aber sie schlängeln sich durchaus dahin. Die Fahrer müssen auf der Hut sein. Wir haben ähnlich viel Energie hierbei. Was mache ich denn?
Scheiße nehmen muss. Komm, gib Gas. Nummer 6. Oh nee. Aber wir sind zu nah am Ziel zu helfen. Scheißen Dreck. Oh, er ist gerade gestürzt. Das wird zu Zeit der Gesamtwertung kosten. Voll der Sturz von mir, ey. Dadurch kann sich das Feld auseinanderziehen. So eine Scheiße, ey. Aber so selten hier mal einen Sturz. Eigentlich ist es ja cool, dass es mal passiert ist. Aber es muss ja nicht vor mir passieren. Genau vor mir, ey. Scheiße. Sag mal, wie langsam ist denn der letzte Fahrer? Er hat's geschafft. Oh, da stürzt er vor mir. Scheiße. Roland ist durchgekommen. Kevin, ich sage an 15. Hofland, 16. von Paar. Der Rang 20 ist ja gut. Alle in der Zeit geblieben, sehr gut sogar. Ofredo 77, da ist er auch gestürzt. Aber dann passt's, ja. Dann passt's. Wiatkowski vor Christoph, Bohnen, Nibali sagen. Okay. Immerhin. Van Barle. So, wir machen gleich mit der nächsten Etappe weiter. 500, 500, 500. So, wer ist denn jetzt hier von meinen Fahrern derjenige? Serang, eigentlich kann es nur Serang sein. Für ihn müsste eigentlich die Etappe maßgeschneidert sein. Ich hoffe, er ist jetzt gut oder besser in Form. Wiatkowski Favorit natürlich vor Valverde und dann Daniel Martin. Naja, mal schauen. Aber wird so interessant jetzt am Schlossanstieg sozusagen an der Mauer. An der Mauer der Bretagne. So, ja, Serang. Oh, er hat einen grünen Pfeil. Sehr gut. Der Fredo soll ausreisen. Den lassen die doch niemals weg. Ein Quatsch. So, es wird nichts. Van Barle auch weit vorne. Nächst, Veyu. Mal kurz auf Rede seinem Ausreißversuch teilnehmen. Ich kann es ja versuchen, dass er mitfährt. Ja, bin ich gespannt, ob er wegkommt. Geh mal nicht davon aus. Bitte kein Tempo machen, bitte kein Tempo machen. Alle Roma.
Es gibt keine größeren Hürden bis auf den Zielanstieg auf die. Sieht Mühe schon mal ganz gut aus. Doch, jetzt machen wir schon ein kleines bisschen Tempo. Aber mehr auch nicht. Ein Panscheur, der sich in hügeligem Gelände wohlfühlt. Der Gilbert kommt nicht wirklich näher. Geil. Jetzt ist er dran. 2 Minuten. Sehr gut. Ist mal weggekommen. Da sind wir bald bei 3 Minuten. Ja, durch werden sie eh nicht kommen, aber. Damit es schon so auf 7-8 Minuten hochgehen, dann könnte man, kommt drauf an, ja, mit Glück vielleicht durchkommen. Ja, Fredo hat noch volle Energie. Sehr gut. Da sind wir bei knapp 6 Minuten. Tempo gemacht. An der Sprintwertung liegen. Hier 28. Das grüne Trikot wechselt heute nicht mehr. Der Führende hat ausreichend Vorsprung. Die Fahrer sind ja relativ weit vorne im Feld, unglaublich. Stimmt doch was nicht. Seine beste Chance liegt darin, einen frühen Ausweichversuch zu machen. Das Telefon ist alles. Ihr müsst gut positioniert bleiben. Ruhiger, Sidian! So, Verpflegung. Der Flachen ist der ziemlich stark und verfügt auch über einen guten Topspeed. Simulieren wir nochmal. Ach, 3 Minuten nur noch. Na, da sind wir wohl bald. Eingeholt. 20. 1,30, 1,20. Oh, Fredo noch vorne. Okay, jetzt müssen wir doch mal fahren. Fredo ist immer noch vorne dabei. Wir müssen mal irgendwie nach vorne fahren. Jungs, weiß nicht. Bale. Scheiße, hab zum Bild bitte zurückgeschalten. Ja. 50 Sekunden. Ja, gut, das war's. Puh, war dabei. Kilometer nach. Fredo ist eh zu schwach am Anstieg. Ja, Gilbert fährt weg. Er geht in die Offensive. Das Hauptfeld scheint den Vorsprung der Ausreißergruppe zu kontrollieren, aber die Fahrer dürfen nicht nachlässig sein. Die Ausreißer würden das sofort für sich nutzen. Und Bader? Eigentlich hätte ich Ginezon im Schützen sagen. Von Bale. Muss es richten. Das gelbe Trikot war gefährdet. Aber jetzt liegt er in der Gesamtwertung wieder vorne. Die Spitze führt mit 30 Sekunden. Auf geht's, Peter!
Schade, Alfredo. War aber gut. Gut gekämpft. Wird zwar seinen 10. Platz verlieren, aber... Und danach geht es für die Führenden mit dem letzten Anstieg des Tages. 5 Kilometer für die Ausreiter. Wegen dem kurzen Zielanstieg wird ein Sieg hier ganz und gar nicht einfach. Das Peloton ist dicht beisammen. Wir müssen etwas Kraft aufsparen, wenn wir auf den letzten Kilometer noch ausreißen. Okay, nochmal hier schnell. Heut. Nur noch einmal rechts abbiegen und schon sind wir da, an der berühmten Mühe de Bretagne. Ein 2 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich 7% Steigung. Der erste Kilometer ist dabei der schwierigste, denn dort beträgt die durchschnittliche Steigung nahezu 10%. Muss ja mit vorne dabei sein. Er fällt zurück. Die Etappe ist zu hart für ihn. Bis zum Ziel und es ist weiterhin noch nichts entschieden. Wer wird heute triumphieren? Ich glaube, man muss einfach nicht so einsetzen. Er bleibt zurück. Das ist gut für die Gesamtwertung. Letzter Kilometer. Na los, Männer! Ja, aber war ganz okay. Mehr ist nicht drin. Mehr ist da nicht drin für mich. Gucken. Natürlich speichern wir. Kwiatkowski gewinnt vor Peru Costa. Boom. Nibali. Ja, 14. Platz. Oh, ich bin noch in der Zeit mit dann sehr gut. Dann haben sie einen 26. Contador, 26 Sekunden. Von Bale, sehr gut. Ja, da, Janison. Auf Redo, na gut, das war klar. Der hätte auch so Zeit verloren. An Arcona, naja. Guck mal die Gesamtwertung an. Ja, ist ja Rang 8. Platz. Hallo. Guck mal an. Guck mal einer an, ich bin noch vor Fum. Tja, 8. Platz ist. Das wären Dinge, ey. Auf Redo jetzt 24. Gut, war klar. Van Baarle 37. Ja, lief doch gut, lief doch super. 8. Platz Gesamtwertung mit Serrain. Jetzt kommt dann erstmal Mannschaftszeitfahren und dann die Pyrenäen und dann werden wir uns jenseits der Platz. Jenseits der ersten 15, vielleicht sogar 20 wiederfinden, gehe ich mal von aus. Mal gucken. Aber ich bin erstmal zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Und ja, wir sehen uns zum Mannschaftszeitfahren und dann zur nächsten Etappe. Ja, bis zur nächsten Ausgabe dann. Tschüss.